herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay. Hier ist nämlich Serious Sam HD Double D und wir starten da direkt in ein neues Spiel. Die Auflösung ist hier ein bisschen komisch, aber das macht nichts. Und die gute Sam führt uns da ein bisschen ein und dass wir in einer KI sind, etc. pp. Und wir einfach mal hier losgehen. Mit der Maus können wir das ganze Ding steuern, mit WASD können wir uns dann bewegen. Maus, da feuere ich dann die Waffe ab. Ich habe erstmal eine Weste geholt. So. Und das ist unser erster Gegner. Er weiß ja, was man machen muss. Und das ist auch gut so. Nämlich die Leute abknallen. So. Man kann natürlich keine Items einsetzen, wenn man schon was benutzt. Also, Curl lieber. So, hier haben wir gerade mal so richtig schön weggefetzt, die Leute. Ui. So, wir müssen das Tor jetzt durchbrechen. Schlüsselstein nichts vorhanden sein, aber ein Bodenschalter. Also. Sam HD sollten eigentlich alle bekannt sein. Mit R kann ich speichern. Ja, wir müssen jetzt hier einmal über die Klippe springen. Schrotflintenmunition sollte man immer benötigen. Ah! Da sind wir runtergefallen. Ah, schade. Nochmal. Jetzt setzen wir das Ding in Bewegung. Machen wir weiter. Hier geht's auch noch weiter. So. Weiter geht's. Hier waren wir gerade schon. Wir wissen, dass wir hier springen müssen, damit wir da rüberkommen sollen. Im Mausrad können wir die Waffe wechseln. Immer mal gebrauchen. So. Zwei Affen. Ausrüstung. Und hier, naja, die
kopflosen Nix ungefähr. Das hat hier ein bisschen was mit logischem und Schnelligkeit zu tun. Eine gute Frage. Was macht man jetzt? Ah, da oben geht's weiter. Ja, naja. Hier kann ich wieder neu laden. So, jetzt habe ich hier nämlich eine Kombination Waffenstapelsystem. Da kann ich dann nämlich Waffen stapeln, wie zum Beispiel, zum Beispiel die mit die. Oder auch die noch mit. Nee, das geht jetzt natürlich nicht, aber. Ne? Die mit die, das könnte man auch machen. Und schon soll das einfach alles ein bisschen wuchtiger wirken. Hier haben wir jetzt eine zweite Kopplung. Und wir merken gerade, dass es ein bisschen ruckelt. Deshalb machen wir mal ganz kurz Pause, damit wir jetzt wieder einsteigen können. Denn jetzt... Schade. So. Auf jeden Fall, das Koppeln haben wir gerade so richtig verstanden. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wie kamen wir denn da in der Koppelmenü rein. Da. Mit der Taste E. So. Dann koppeln wir mal diese zwei Waffen zusammen. Und koppeln jetzt auch ganz schnell noch eine weitere zusammen. Nämlich die. Jetzt haben wir nämlich eine Waffe für alles. Oder man stirbt ganz einfach. Das kann natürlich auch passieren.
Sammler, ne? Sieht ja man, man ja so ein bisschen. So, Riesenherz mit Gesundheit. Jetzt kommt nämlich schon wieder ein weiterer Gegner. Das sind nämlich diese wunderschönen Dinger mit diesem großen Meer. Der große, der wird jetzt für uns interessant. Weiter, nicht lang fackeln, Kopf in den Nacken, weiter geht's. Geh weg da, weiter geht's. See you, Sam, Double D. Das jetzt auch geschafft. Oh, so spannend hier in diesem Spiel. Oh. Was passiert jetzt? Oder war es das? Ist wohl jemand gestorben gerade? So. Ja. Die Dame, ja. Guck mal, da oben ist eine Kombination. Ja. Und da müssen wir irgendwie mal rankommen. Mal gucken, wie wir das jetzt tun. So. Noch nichts die Kopplung gerade, weil wir keine weitere Waffe haben, beziehungsweise diese Maschinenpistole uns auch wirklich gar nichts bringt, wenn wir die jetzt dann noch mit hinzufügen. Das ist doch jetzt mal hier eine richtige Waffe, Leute.
Das ist jetzt mal hier eine richtige Waffe. Pass auf, was wir damit mal hier machen können. Ja! Drück auf den Schalter. Ja, Leute, zu reißen, ja. Die Frage ist, ob wir darauf gehen dürfen. Ah, nee. Entschuldigung, das war blöd von mir. Oh. Ja. Okay, wir sollten nicht damit arbeiten. Wir sollten vielleicht mit Munition arbeiten. Das ist doch hier ein geiles Spiel, oder? Serious Sam HD. Nicht Serious Sam Double D. So rum heißt das, ja? Wollen wir mal gucken, ob wir hier noch ein weiteres Versteck finden. Sieht hier alles so ein bisschen versteckmäßig aus. Eine Weste. Da hat er sich selbst umgebracht. Schalala. Lalalala. So, dann wieder runter. Hier unten geht's jetzt nicht weiter. So, der nächste Endgegner ist kopflos. Ist doch alles ein geiles Spiel, oder? So, jetzt haben wir die. Das war die Folge. Das normale Spiel. Das ganze Spiel kostet bei Steam 7,99 €. Also ihr könnt es euch gerne kaufen. Macht es auf Steam. In diesem Sinne viel Spaß beim Nachspielen. Bis zum nächsten Gameplay, oder? Jetzt aber mal selber spielen mal. Serious Sam Double D.